Hi mein Freund, herzlich willkommen zu einem neuen Sneaker-Unboxing. Heute haben wir den Nike REX 8, nicht React, sondern REX. Ja, du hast richtig am Titel gelesen, ist kein Schreibfehler. Und was verbirgt sich hinter diesem REX? Machen wir es kurz und knapp, Freunde. Ihr habt es doch eh schon am Thumbnail gesehen. Oh. Freunde, während ich hier mal alles auspacke, die Frage, ihr wisst, was jetzt kommt. Habt ihr schon abonniert? Warum frage ich das? Weil 85% der Leute, die diesen Kanal schauen, die Videos schauen, haben tatsächlich noch nicht abonniert. Und das ist natürlich schade. Deswegen lasst ein Abo da. Und wenn ihr schon abonniert habt, einen Daumen nach oben da. Der REX. Wird nochmal daran erinnert, wenn der Schriftzug hier nicht da gewesen wäre, wüsste ich auch nicht, wie der heißt. Aber ist recht. Ich mag es. Ich finde es auch immer total toll, wenn die Sneakerhersteller die Typbezeichnung auf den Schuh draufschreiben. Weil für ganz doofe klappt es halt immer auch ganz gut. So. Wie sieht er aus? Er sieht aus wie ein Air Force One in erster Version, der nie rausgekommen ist. Also das, Freunde, das ist schwierig. Natürlich haben wir so eine brutale Außensohle. Die Silhouette sieht eigentlich jetzt nicht verkehrt aus. Also auch mit den Löchern und alles kommt wirklich insgesamt sehr ästhetisch aus. Also schon krasser Sneaker. So, man will es jetzt nicht unterm Wert verkaufen. Ne? Wir haben hier den Swoosh, der normalerweise ein bisschen weiter hinter ist, hier weiter vorne. Wir haben diese Außensohle, die sich komplett und klar von der Mittelsohle trennt, die sich komplett vom Upper trennt. Wir haben den verstärkten Upper hier vorne. Wir haben eine ganz normale Schnürung. Auch hier die Toebox vorne sieht man nochmal verstärkt in drei Teile aufgeteilt. Und ansonsten mehr großartige Details gibt es nicht, außer viel Kunststoff, was hier um die Mittelsohle gelegt ist. Wir haben diese Trennung, dieses Air-Element-Trennung, was eben ja, sehr stark an einen Air Max erinnert, wie einen, na, wisst ihr, was ich da sagen würde? Ich würde eher sagen, das erinnert mich an einen Air Max aus 2060, aus der Zukunft. So stelle ich mir die Zukunft vor, wenn jemand in der Zukunft einen Sneaker trägt. Ja, was auch ein cooles Element ist, man muss es ja jetzt mal einzeln auch betrachten, ist um die Schnürung, ist jedes Mal so eine Lasche befestigt, die direkt zum Upper geht. Das ist halt cool. Das gab es, glaube ich, so an sich noch nicht. Ne? Also sehr cooles Element. Innen weiß, die Zunge hat ein kleines Nike-Logo vorne mit dran mit einer Lasche. Ansonsten mehr haben wir nicht. Hinten die Ferse, auch ein Nike-Logo und auch dieses abgespacete. Und da kommen wir, glaube ich, so langsam ein bisschen auf die Sachen. Der Schuh ist allgemein einfach brutal abgespaced. Sowas sieht man selten. Sowas habe ich selten gesehen. Sowas habe ich selten in der Hand gehabt. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie er sich on feet anfühlt, Freunde. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Los geht's. Also, er ist wirklich der Schuh aus der Zukunft. Leider gefällt mir das aber nicht. Also, on hand hat er mir nicht gefallen und on feet mag er mir auch nicht gefallen. Vielleicht siehst du das ja ganz anders. Ich werde dir natürlich auch mal die ganze Silhouette zeigen, weil vielleicht bist du auch gerade in der Entscheidungsfindung. Aber, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, was ihr meint, aber mich umhauen tut er nicht. Mir ist er einfach hier viel zu flach. Sieht mir ein bisschen, ach, leider, nee. Ja, ist schon abgespaced. Schöner Schuh, schöne Details, schöne Ästhetik. Aber das Gesamtpaket überzeugt mich einfach nicht. Es sieht einfach für mich nicht on feet gut genug aus, dass ich sagen würde, Leute, das lohnt sich, den Schuh auch einfach mal ein bisschen näher anzuschauen. Also eher nicht, eher weniger, muss ich ehrlich sagen. Wenn ihr da gibt es ganz, ganz viele andere Sneaker, die auch abgespaced ausschauen, aber dann on feet wirklich ästhetisch ausschauen. Und das zumindest an meinen Füßen, meine Damen und Herren, sieht einfach nicht ästhetisch aus. Also eher weniger gelungen. Der wird vermutlich auch bald von der Oberfläche verschwinden. Freunde, heute haben wir den Nike Air Zoom Super Rap. Nicht Super Rap, sondern Super Rap. Repetition. Wiederholung. Ich zeige ihn euch kurz und packe hier mal alles in Ruhe aus. Ihr könnt es mal ein bisschen anschauen, während ich euch frage. Ihr wisst, was jetzt kommt. Habt ihr abonniert, Freunde?